Hallo, mein Name ist Jens Pflug von der Firma Druff Kaminöfen und heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihren Kaminofen richtig anfeuern. Als erstes öffnen wir den Gussrost und den Luftschieber vollständig. Wir verwenden heute zur Befeuerung des Ofens ein gut abgelagertes Buchenholz, welches weniger als 20% Restfeuchte hat. Als erstes legen wir zwei große Stücke unten in den Brennraum. Dann das Anmachholz im 90 Grad Winkel versetzt obendrauf. Das unten liegende Buchenholz hat ungefähr einen Durchmesser von 6 bis 12 cm. Das Anmachholz sollte dementsprechend kleiner gehackt sein. Zum Anfeuern des Kaminofens verwenden wir heute einen Zirbenholzanzünder, der aus Recyclingmaterial hergestellt wurde. Alternativ zu unserem Anzünder können Sie natürlich jeden anderen Holzbohleanzünder benutzen, um den Ofen anzufeuern. Bitte verwenden Sie keinen Paraffinanzünder und auch kein Zeitungspapier. Wir entzünden das Feuer von oben, damit es möglichst sauber und emissionsarm abbrennt. Für die Anheizphase lassen wir die Tür des Kaminofens angelehnt, da der Schornstein es dann umso einfacher hat, das Feuer zu entfachen. Wenn der Kaminofen ordentlich angebrannt ist, können wir die Tür auch schließen und den Luftschieber schon mal etwas einregeln. Das ist allerdings von Feuerstätte zu Feuerstätte etwas unterschiedlich, weil das stark von der Schornsteinsituation abhängt. Wenn wir den Luftschieber zu weit einregeln würden, könnte man dies gut am Feuer sehen, würde nämlich dementsprechend zusammenbrechen, sollte allerdings jetzt schon vernünftig brennen. Das richtige Anfeuern ist maßgeblich für einen sauberen und emissionsarmen Abbrand.